Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Force of Nature. Das letzte Mal haben wir ganz tolle Sachen gemacht. Ach, bau einen Küchentisch, genau. Spiegelei und Brot herstellen, sollten wir hinkriegen. Ich weiß nicht mehr, was ich dafür brauche, aber irgendwas Tolles braucht man dafür. Küchentisch. Wir brauchen mehr Nägel und wir brauchen Krüge. Genau. Und mehr Eisenbahn. Ich glaube, ich habe das hier gemacht. Wollte Kohle herstellen, beziehungsweise hier Eisen herstellen. Kohle haben wir noch ein bisschen. Erstmal ein bisschen rumstochern. Sehr gut, Bessie. Ich wollte eigentlich anfangen mit Rising Lords, aber das Spiel will gerade nicht, dass ich irgendwas spiele davon. Keine Ahnung warum. Muss es selber wissen. Ah, in der Zwischenzeit könnte ich noch ein bisschen anbauen. Wird schon gut gehen. Lassen wir noch ein bisschen Weizen. Und machen hier noch ein bisschen weiter. In der Zwischenzeit wird im Lagerfeuer weiter glühende Asche hergestellt. Ich müsste eigentlich ein paar Krüge da herstellen. Aber egal. Ja, ich bin dazu übergegangen, jetzt einfach mal die Musik händisch einzufügen. Ich hoffe mal, das passt soweit. Also ich hoffe, ich habe es gemacht beim Rendern. Ansonsten ist das Spiel vielleicht ein bisschen langweilig. Nein, Musik ist wichtig für Spiele, finde ich. Man meint nicht, wie wichtig Musik ist. So, was haben wir denn hier? Können wir das nehmen? Kann ich noch ein paar Cocktails herstellen? Nein, da fehlt Milch. Wie steht es jetzt hier? Ich kann keine Kohle herstellen, ich habe kein Blut, oder? Ja. Inventar ist voll. Oh, das ist ein bisschen blöd. Kuh, mach mir Milch. Wo ist die andere Kuh? Braucht noch mehr Milch. Ja, sehr gut, Elsa. Oh. Haben wir es wieder. Ach, alles halb so schwer. Natürlich können wir ja problemlos weiterpflanzen. Nicht genug Rohstoffe. Rohstoffe kommen. Weiter hier. Ich glaube, in der Zeit, in der man wartet, sollte man andere Sachen machen, aber andererseits brauche ich auch die Krüge. Ich habe eh bloß einen. Danke, liebe Kuh. Wie viel Leben habe ich denn jetzt eigentlich? Oder Ton? Einiges. So, was können wir denn da noch reinpacken? Erstmal die Kaffeebohne hier. Brauche ich nicht. Den Krug nehme ich mal mit. Kann ich mir nicht erlauben. Da haben wir Sand, da haben wir Erdbeersaat, Weizensaat und Saatsaat. Kaffeesaat brauche ich jetzt auch nicht. Da habe ich wahrscheinlich den Platz, den ich brauche.
Also wieder Goblins. Ghosts and Goblins. Du bist auch schön fertig. Die Weizen habe ich noch genug, das reicht, denke ich. Und Eier habe ich auch, dann kann ich dann direkt weitermachen. Glühende Asche brauche. Das wollte ich gar nicht. Weil ich mein Inventar voll gemacht habe wieder. Was? Machen wir erst noch ein bisschen Kohle hier. Hier könnte ich noch ein paar Nägel herstellen. Beziehungsweise glaube ich ja, ich brauche Nägel, brauche ich ja. Nägel. Und den Rest noch unter den Eisen. Und natürlich müssen wir auch hier weitermachen. Danke, liebe Kuh. Und wieder ein bisschen Platz im Inventar. Ich mache noch ein bisschen weiter. Ich brauche auf jeden Fall mal eine richtige Waffe. Und gleich noch eine richtige Rüstung. Aber ich glaube, eine Waffe ist mir fast gerade noch lieber. Einfach nur, dass ich schneller, also dass ich mehr zuhauen kann. Was passiert, wenn ich das abbreche? Naja, einmal lasse ich noch durchlaufen. Es müsste dann genug sein, um das Eisen herzustellen. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Habe ich das Holz wiedergekriegt? Wird schon passen. Ja, ich glaube schon. Krug, davon brauchen wir noch 4. Interessant, blühende Asche braucht ewig, aber ein Krug herstellt. Darf es noch was sein? Weiter geht's hier. Da brauche ich 3 mal. Machen wir dann gleich weiter. Ja, Schaf, ich mag dich auch. Auch mehr Beete eigentlich. Und eigentlich bräuchte ich auch mehr Brunnen. Aber alles zu seiner Zeit. Ich hätte auch gerne eine größere Hütte. Die Hütte ist mir einfach zu klein. Bin ich ganz ehrlich, da kann ich auch mal großkotzig sein. Ist mir einfach zu klein. Weil ich es mir wert bin. Level 6, ja, da müssen wir noch ein bisschen weiterkommen. Eine Kette. Schon bei Level 7. Ach, hier sind wir bei Goldhelm. Sacklein, Stahlbahn, Goldbahn, Knochen. Goldener Streitkolben. Weil ich es mir wert bin. Schaden 70. Ja, sowas meine ich. Sowas braucht man. So, jetzt brauchen wir, glaube ich, bloß noch diese blöden Eisenbahn, genau. Kriegen wir auch noch hin. Ja, ich arbeite ja dran. Aber glühende Asche braucht nun mal lange. Oh, hallo. Und zack. Bin schon sehr auf das Brot gespannt, was das so bringt.
ich würde auch gerne, eigentlich bräuchte ich ein weiteres Lagerfeuer, wenn ich ehrlich bin. Die Produktion hier, man muss wirklich mehrere Sachen bauen, weil die Produktion einfach so ewig braucht mitunter. Habe ich jetzt die Asche geholt? Noch zwei. Wir arbeiten hier wirklich den ganzen Tag und die ganze Nacht durch. Ja, ist ja gut. Krieg mal alles hin. Ich würde jetzt ganz gerne langsam wieder Goblins schlachten. Die verhöhnen mich da draußen mit ihren scheiß Echsen. Milch für mich? Gute Kuh. Danke. So, hier ist hoffentlich noch ein bisschen Asche für mich. Ich brauche auch noch drei davon. Wenigstens dauert das noch eine Minute. Diese blöde Asche. Alles nicht so einfach. Also Asche herzustellen ist schon echt schwierig, wenn ich dran denke, wie lange es dauert, bis ich Asche hergestellt habe bei mir am Lagerfeuer. Wir haben ja auch mittlerweile eine Feuerstelle. Ich habe es ja seit letztem Jahr endlich geschafft. Ist echt nicht einfach. Auch mein letztes Eisen jetzt. Ach ja. Ich bin ziemlich sicher, die Goblins sind irgendwann überhaupt gar kein Problem mehr. Die sind ja an und für sich auch so schon kein Problem, aber trotzdem. Wenn da 4, 5 kommen, dann können sie mich auch noch überwältigen. Zumindest aktuell. Haben wir nicht gehört. Hauptsache, ich mache dir nicht irgendwie den Weg frei. Dann müssen wir gleich diesen blöden Küchentisch bauen, dass ich einfach mal aufleveln kann. Oh, schon 73 Kupfermünzen. So. Jetzt hoffe ich, dass ich das nicht hier drin bauen muss. Danke. Vielleicht kann ich ja dann ganz tolle Sachen machen, wie Kaffee und sowas. Das würde mich schon freuen. Ich muss auch mal die ganze Saat loswerden vielleicht. Nach und nach. Kann ich hier noch ein paar Gewürze loswerden? Na, ich habe da weniger Gewürze drin, sehe ich gerade. Tausch mal die beiden aus. Was? Sonnenblumensamen, ja, ich brauche die gar nicht. Die Pantherpilze brauche ich auch nicht unbedingt. Mache ich in der Zeit weiter hacken. Natürlich, was kann man machen, wenn man nichts zu tun hat? Holz hacken. Zu viel Energie, nichts zu tun. Holz hacken. Ehrlich gesagt, Holz hacken macht eigentlich richtig Spaß. Sofern du nicht irgendwas hast, was halt überhaupt nicht zu hacken geht. Bretter und sowas klein hacken macht echt Spaß, weil das relativ gut geht.
zu kleinen Stückchen verhacken, damit man schneller Feuer machen kann. Das ist was Schönes. Jetzt will ich das nicht mehr. Das hat mir zu lange gedauert. Okay, dann schauen wir doch mal, was dieser Küchentisch so alles für uns bereit hat. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Gebratenes Fleisch, ja, die Sachen kann ich auch selber machen. Butter aus Milchmörser, okay, oder Metallmörser. Butter aus Samen, Mehl. Brauche ich einen Mörser, okay, Brot. Für Brot braucht man kein Ei, möchte ich nur mal anmerken. Nachtsichttrank. Salbei. Spiegelei. Ach, dafür brauche ich Tonpfanne und sowas. Okay. Der bewegt sich schnell. Und dann brauche ich eine Tonflasche. Machen wir auch gleich das. Oh, ich kann jetzt Schmelzsiegel konnte ich ja schon. Eine Tonpfanne. Dauert auch nicht lange. Dann machen wir uns ein bisschen Mehl. Dann braten wir vielleicht noch ein bisschen. Wenn ich da weg bin, kann ich noch ein bisschen Fleisch braten. Man hat an und für sich sehr viel Platz hier. Und ich sage in letzter Zeit sehr viel an und für sich, ich weiß. Man hat sehr viel Platz hier, aber irgendwie reicht es trotzdem. Dieses typische Problem. Was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht im Mörser? So, ich brauche noch kurz. Ich mag sehr, dass der von selbst produziert. Dann braten wir mal das ganze Fleisch. Eine andere Verwendung habe ich aktuell nicht dafür. Da muss ich gucken, dass ich ein paar Äste loswerde. Kann ich das auch reinlegen? Nö, geht komischerweise nicht. Machen wir erstmal nur einmal Mehl. Dann braten wir uns ein paar Eier und dann mache ich ein Brot. Brot und Eier. Okay. Was bringt das? Gesundheit. Ein gebratenes Ei kann man schon mal essen. Und Mehl kann man so nicht essen. Ist nicht ganz unlogisch. Man kann Mehl so essen, sollte man aber nicht unbedingt tun. Aber wie gesagt, es geht. Mal lieber einen anderen Eintrag da rein. Ich brauche zweimal mehr, okay. Einmal Weizen. Ja, ich mag dich ja auch. Ja. Schnell das mit dem Essen hier geht. Wie gesagt, das finde ich aber echt toll. Man kriegt gut was raus. Wo ist mein Huhn? Huhn. Da ist ein Huhn. Da ist ein anderer Huhn. Deshalb haut man die wahrscheinlich auch später in Positionen, in denen sie sich kaum bewegen können. Dann sind sie erstens geschützt und zweitens rennen sie nicht ständig rum, was ein bisschen nervig sein kann. Für was für ein Brot braucht man denn bitte schön ein Ei?
Für einen Kuchen brauchst du Ei. Und dann könnte ich hier noch, weiß nicht, ein bisschen was machen. Wasser brauchen wir jetzt. Zusehends mehr, oder? Ist schon aufgefallen? Wasser wird langsam viel benötigte Ressource. So, wo ist mein Brot? Was bringt denn das Brot? 50 Gesundheit. Ja. Das wären schon langsam Sachen, die richtig cool wären. Ein leckeres Eibrot. Kann man mal essen. Hey, da ist ein Weizen nachgewachsen. Oder ich habe nie geerntet, das kann auch sein. Vor allem, wenn ich bedenke, es kostet mich relativ wenig, die Eier. Und es heilt eigentlich gar nicht schlecht. Und es geht halt alles schnell. So, jetzt. Oh, ich brauche mehr Wasser. Ich brauch 5-mal Mehl. Wasser sollte nicht das Problem darstellen, aber nervig. Auch viel, viel mehr Kisten. Könnte ich auch noch was herstellen? Können wir hier herstellen? Wofür brauche ich die? Taschenlampe. Brauche ich Butter? Sand. Eine Nietenkeule. Ach, mehr. Ah, doch, die Keule war besser als der Morgenstern. Was brauchen wir dafür? Krallen oder Fangzahn? Aber beides. So, wie läuft's hier? Beschießen. Das kann ich nicht ausdrücken. Beschießen. Ich muss dann auch mal schauen, dass ich ein bisschen Kram zusammenkriege. Also klar, die Stöcke kann ich alle in Asche umwandeln. Soweit. Das Ding ist auch schon voll, sehe ich gerade. Machen wir einfach mal ein paar Bretter. So. Ach, wir kriegen ein bisschen Platz zurück. Platz brauche ich halt. Hier muss ich dann auch mal schauen, die wegen den Stöcken. So, die Keule ist auch fertig, umso besser. Hier wird mir gute Dienste leisten. Immerhin 7 Schaden mehr. Wird sich wahrscheinlich bemerkbar machen. Seile und Stöcke habe ich alles genug. Steinpfeile brauche ich dann Federn, das ist aber auch kein Problem. Kann ich ja schon mal drin hinarbeiten. Ich war mein kleines Hähnchen. Kann ich Weizen nicht auch in Saat umwandeln? Noch ein bisschen Kohle. Gebratenes Fleisch braucht wirklich ewig. Und warum auch immer hier Feuer brennt, während ich Mehl herstelle. Das ist auch ein Ding, was ich nicht wusste. Aber man lernt ja nie aus, bekanntlich. Thank you.
Also Federn brauchen gefühlt länger als Dingens. Als Eier. Ja, lauf nur weg. Sehr schön. Einmal noch. Die Münzen haben wir zum Glück. Oh, ich hab kein Wasser mehr. Ich hab das Wasser. Jetzt nur noch das Mehl. Komm schon, gib mir das Mehl. Ich mach hier noch ein klein bisschen kaputt. Viel zu viele Stöcke habe ich jetzt. Aber lieber zu viel als zu wenig. Wegschmeißen kann ich schnell was. Ich will aber nichts wegschmeißen, weil ich nicht weiß, ob das Zeug hier irgendwie, ob das irgendwie despawnt. Und das Spiel ist noch nicht eine einzige Folge raus. Die kommt erst morgen, die erste. Ich habe jetzt schon die vierte Aufnahme. Kann schon sein. Aufgabe erledigt. Ah, Fleisch ist auch fertig. Finde ein Force of Nature Stück. Stell einen Bogen und Pfeile her. Baue ein Portal. Goldbahn. Was? Schauen wir erstmal die Quest. Oh, das sollte man hinkriegen. Gut, dass ich mit Federn vorgesorgt habe. Kompass. Asche. Keine Ahnung wofür. Ah. Ja, da kann ich ein paar Pfeile machen. Irgendwas habe ich mitgekriegt, dass man da Steine sammeln soll, irgendwelche. Aber ich weiß nicht so genau, was das bringt. So. Nächstes. Glühende Asche. 33, mehr geht hier eh nicht. Ich habe immer noch zu viele. Ich noch ein bisschen dran arbeiten. Schraubenzieher. Warum auch immer der da ist. 50 Pfeile. Okay, jetzt haben wir wieder einen Platz. Dings mehr an Platz, das finde ich schon mal super. Machen wir noch ein paar Seile. Die Pfannwedel haben wir gar nicht mehr. Weil die kriege ich ja schnell zusammen. Was müssen wir noch machen? Stelle von oben, bauen ein Portal. Was brauchen wir dafür? Ein Strohbett. Die Unterstände, vorne das Portal. Ach, dafür brauche ich die Asche. Brauche ich mehr Nägel, mehr Ton und Palmwedel. Ein Strohbett. Oh, jetzt brauche ich die ganzen Palmwedel. Scheiße. Hier brauche ich Sand und hier brauche ich auch Asche. Das Force of Nature Let's Play besteht aktuell nur hier raus.
Was war jetzt fertig? Ach egal, ich mache einfach ein paar Brote. Ach, wahrscheinlich das hier. Ich brauche auf jeden Fall Eisen und da muss ich ein bisschen Asche herstellen. Ich glaube, den Bogen legen wir mal auf die... Den Streitkampf verwende ich eh nicht. Kann man den irgendwie wegschmeißen? Hinter oder so. Oh, okay, das sehe ich nicht mehr. Sehr schön. Und dann müsste ich noch Asche herstellen. Steinsplitter aus Stein. Ah, ja, macht Sinn. Steine aus Stein, ja. Wofür sind die für eine Schleuder, die ich nicht bauen kann? Mund. Maracas. Mit denen kann man sogar kämpfen. ich brauche noch einen Mörser. Na, werden wir heute noch irgendwas zustande kriegen hier. Weil im Grunde braucht das Spiel doch viel, also es ist doch aufwendiger als erwartet. Ich dachte, ja, okay, ein bisschen Gold und dann kommen halt langsam so Sachen wie, kauf mit, hol 10.000 mal das und 20.000 mal das und bei der Gelegenheit noch 5.000 davon. So wird das Spiel natürlich relativ leicht viel aufwendiger. So, und jetzt gucken wir, dass wir die... Endlich die blühende Asche hier wieder. Dann machen wir hier die Asche. 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 Zu Asche. So. Wegen Asche. Ein paar Stöcke weg und wir haben ein bisschen mehr Platz. Und die Kuh schreit mir ins Ohr, so wie ich das mag. Ja, das wird noch ewig dauern. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen mal los und machen Sachen. Oh, da brauche ich jetzt einen Zinnkupfereisen. Ich gehe mal kurz raus und. Auch die hier noch mal. Ach, tolle Sachen bestimmt. Ich hole mir erstmal ein bisschen Eisen. Wenn ich einen oder einen Goblin jetzt zwischendrin töte, dann ist das seine Schuld, nicht meine. Auch aus einem Fallenwedel. Danke. Oh ja, ist deutlich angenehmer. Komm her. Noch einer ohne Ticket. Kein Ticket. Ja, wenn ich noch zwei Schläge brauche.